Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Brothers. Die ersten drei Level von Welt 8 haben wir bereits abgeschlossen, hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber ich hoffe dennoch noch, dass diese letzten drei Level, dass ich mich da wieder ganz gut durchsetzen kann. Das erste Level scheint so mal anhand der Röhre, dass das wahrscheinlich Unterwasser ist. Oder? Tatsächlich. Es gibt echt noch Unterwasser-Level hier. Ich glaube, ich kriege es kotzen. Aber wirklich zweifach. Und vor allem auch dieses Mal nicht mit der normalen Meermucke. Viel schlimmer. Wasserballons, was? Und die Aale kommen auch wieder. Dieses Mal aber nicht. Die haben mich schon einmal so richtig schön gerollt, aber ein zweites Mal passiert das heute nicht. Vor allem, es scheint so, als wäre heute kein Großer dabei. Es sind nur die Kleinen. So, rote Münzen gibt's hier zu holen. Naja, geht sich nicht aus. Das habe ich verpennt. Vor allem, mir ist das auch hier gerade ein bisschen sehr unsympathisch mit diesen Gängen hier. Das war die Halbzeit. Ich glaube, da habe ich schon wieder irgendwas, das zum Thema ist, kommen keine Großen. Schaut euch das an. Ja, nee, ist klar. Wir sind mal wieder auf der Flucht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst bezüglich Sternmünzen und sowas. Genau wegen dem hier. Der treibt jetzt runter, natürlich. Hier ist aber auch nichts. Ich dachte, oh Mann, ich dachte, hier wäre eventuell was. Ich glaube, ich bin tot. Ja, keine Chance gehabt. Du musst halt entscheiden, oben oder unten. Finde ich halt schon ein bisschen gemein. Ich mache schon mal das Itemhaus auf. Und jetzt kriege ich hier ernsthaft einen Hammerbruder noch auf Silberblatt serviert. Also der wird eher mich servieren, aber trotzdem. Brauchen tue ich ihn jetzt nicht unbedingt. Vor allem, wie denn? Kommt jetzt einfach ein Hammer auf mich geschossen oder was? Nee, ich will das Item noch haben. Ich glaube, den Panzer kann ich gut gebrauchen. Wie soll das jetzt genau funktionieren? Einfache Frage, gar nicht. So, hier hat die schon alles durch. Der ist fail. Oh man, da war ein Item drin. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Der ist auch relativ schnell, dieser Aal. Hier ist eine Sternmünze. Ich glaube aber nicht, dass das die erste sein wird. Doch! Was? Ich sehe schon, was da kommt. Ja, super. Schnell weg da! Das war die zweite. Wissen wir schon mal Bescheid. So, der Pilz. Nein, Pilz, Pilz! Oh, da war ein Chip! Das war eisenhart. Ich muss weiter. Der ist schnell. Na, klasse. Unmöglich. Ich lasse mich kurz töten. Okay, aber jetzt wissen wir wenigstens, wo die drei sind. Wir brauchen einmal einen Pilz. Das ist zweimal so. Nee, einmal. Halt, um die zweite zu kriegen. Ich sehe gerade, dass mein Gamepad gleich wieder alle ist. Ah, mal wieder. Bevor es ausgeht, schnell mal den Stecker safen. Sonst kann ich wieder eine halbe Ewigkeit versuchen, irgendwie das Ding richtig zu erwischen, also den Frame, wo halt meine Audio passt, weil sich das Ganze sonst wieder verschieben würde. Liegt halt daran, wenn man eine ältere Elgato hat. Ich verstehe jetzt nicht, warum mein Controller gerade da gezogen hat. Wow. Wieder ein Hammerbruder. Der ist aber nicht da. Der ist nicht existent. Also er ist anscheinend im Level, aber ich sehe ihn halt nicht. Ich sage euch, der ist kurz vorm Ziel. Der wartet nur darauf, mich mit dem Hammer zu trollen. Ich sag's dir.
Also wenn ich schon wieder das erste Level solche Komplikationen mache, ganz ehrlich, da habe ich schon wieder keine Lust drauf. Da ist ein Stern. Da hätte mir mal ruhig ein bisschen jemand früher sagen können, dass hier ein Stern gibt. Bringt mir doch relativ wenig. Ich könnte so die Ali eventuell klatschen, aber... Also die kleinere natürlich. Den großen Klatschen wäre natürlich absolut lustig. So, hier mal die erste wieder. Dann nach oben. So, jetzt groß bleiben, damit wir noch ein bisschen sowas Extras haben. So eine Art Extra-Leben hier unter Wasser. Ich muss ein bisschen Abstand gewinnen. Das war kein Abstand gewinnen, das war nur blöd. Absolute Blödheit. Jetzt aber. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. So, jetzt rein in die Röhre. So, jetzt bin ich gespannt. Natürlich, er wartet da unten. Ich sag's doch, Alter, der Hammerbruder. Der hätte mich jetzt abgefuckt am Schluss, wenn ich jetzt... Keine Ahnung, wo die grüne Röhre gewesen wäre. Aber der hätte mich abgefuckt, ich sag's euch. Der hätte nur darauf gewartet, bis er mich rasieren will. Wetten, er bleibt jetzt sogar noch an der Ferse. Nee, bleibt er nicht. So, machen wir das Teil mal auf. So ein ätzender Hammerbruder. Danke, liebe Entwickler. Hätte mich der getrollt, ganz ehrlich. Ich wäre nach Hause gegangen. Ich hätte das Let's Play sofort gelöscht. Oh, jetzt kommen Spinnen wieder. Jawollo. Von allen habe ich mittlerweile eh schon genug und von allen anderen. Aber Spinnen, okay, das... Von denen hatte ich schon länger nichts mehr. Und das sind sogar die Plattformen, wo ich nicht durchspringen kann. Ah, RIP. Also komplett RIP an der Stelle. Ich habe so eine Ahnung. Jetzt muss ich das wieder vernünftig timen. Ja, klar. Okay, aber die Sternmünze haben wir. Ist auch, ja, ist auch die erste. Einmal ein kleines Pilzchen, bitte. Dass es mir wieder gut geht. Ist aber ein schöner Überraschungsmoment, muss man sagen. Ja, klasse. Das war nicht Überraschung, das war schon wieder einfach nur Blödheit. Oh. Bevor er mir zu viel Schaden macht, werfe ich ihn weg. Und ein Sternchen gibt es mal wieder. Da ist eine Mini-Röhre. Da ist eine Mini-Röhre! Soll ich gleich kotzen oder später? Kann ich mir wieder einen Mini-Pilz holen. Wenn das wieder ein nutzloser Secret ist, dann weine ich. Und jetzt verkacke ich auch noch an dem Item aus! Oh Mann, das Ganze schreibt heute mal wieder Geschichte. Ich wette, hier kriege ich jetzt einen Mini-Pilz anhand des Dings und der bringt mir einfach direkt auf Anhieb nichts. Warum schießt er jetzt wieder so niedrig? Ich bin gewohnt, dass der hochschießt. Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich dieses, wenn da wirklich die Sternmünze drin sein sollte, dass ich weinen werde. Also wirklich weinen. Okay, das war jetzt episch. Mann, da versteckt man so eine einfache Easy-Sternmünze und dann haut man so einen Dreck wieder raus. Ich meine, ich habe die Folge allgemein jetzt noch nicht so richtig... Wenn ihr jetzt die Facecam sehen würdet, dann wüsstet ihr wahrscheinlich, wie ich jetzt reagiere. Nämlich absolut beschissen. Das musste kurz sein. Das hat wehgetan auch noch so richtig. Boah, ich dachte, die würde oben hängen bleiben. Ich glaube, von dem New Super Mario Bros. Let's Play in nächster Zeit. Ich hatte überlegt, ob ich den Hack dazu spiele, also New Super Mario Bros.
Ich glaube, ich lasse das bleiben, wenn ich mir sowas hier ansehe, das war knapp. Okay, die Spinne läuft in den Abgrund. Die Sternmünze haben wir wieder. Eigentlich ist das alles hier schon wieder geschenkt. So, jetzt bin ich da. Also wirklich, wo sollen die Sternmünze so schon sein? Sonst sein, wenn nicht hier. Warum springt der jetzt? Also ich verspiele gerade ordentlich viel Leben hier in dieser Welt, ich weiß. Leute, bitte. Abonniert nicht für Skill. Abonniert bei mir bitte einfach nicht für Skill. Dieses Let's Play werde ich nie wieder machen. Zumindest nicht in den nächsten 5 Jahren. Ich bin jetzt gesprungen. Ich bin gesprungen. Ich habe den verdammten B-Knopf gedrückt. Jetzt kommt der Bastard wieder zu mir. Mal schauen, ob ich ihn jetzt endlich klatschen kann. Du verbirgst doch irgendwas. Nein! Spinne, weg mit dir! Oh, das war gerade so viel Skill. Da war gerade so viel Skill dabei. Ich hätte ihn fast gehabt. Ich hätte ihn fast gehabt. Aber nur fast. Ich will das Level jetzt endlich beenden. Wirklich. Mann! Es macht echt keinen Spaß mehr. Wie lange wird der Guxer brauchen, um das hier zu schaffen? Ich weiß es selber noch nicht. Und warum geht diese Plattform jetzt wieder zurück im falschen Moment? Vorher ist sie die ganze Zeit hergekommen. Dieser Hammerbruder kann sich auch nicht entscheiden. Bleib doch einfach da, dass ich hier endlich den Arsch versohlen kann. Ja, Mini-Pilz! Danke. Und jetzt nicht dämlich sein. Ich bleibe jetzt ruhig. Simple. Das war laut. Fall runter, genau. Rein da! Es ist echt die letzte. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich lösche dieses Let's Play. Ich lösche es einfach. Ich lösche es einfach! Wenn ich jetzt nochmal raus und reingehe, ist der Stern dann wieder da. Er ist wieder da. Okay, ich kann es nochmal wiederholen. In dieser kleinen Ansicht ist es halt richtig schwer auch. Hab's wieder. Jetzt nicht failen. Gut. Glück gehabt. Also, boah. Mir fällt keine Meinung zu diesem Ding hier gerade ein. Ich dachte eigentlich, dieses mit den 3 Leveln, das wäre so richtig chillig, aber wenn ich mir das mit den Sternmünzen ansehe, dann kriege ich halt echt einen Heulkrampf. Ich werde noch überlegen, ob ich das wirklich irgendwie anders zusammenschneide. Weil eigentlich gehört es wirklich geschnitten. Was ist denn das eigentlich hier schon wieder mit den Plattformen? Wenn ich jetzt diesen Mini-Pilz auch wieder gebraucht hätte, dann weine ich. Ich glaube, ich weiß schon, ja.
Okay. Also jetzt sind wechselnde Plattformen auch noch hier so eine Geschichte. Es ist schon unfassbar, in wie vielen Situationen man hier eigentlich diesen Mini-Pilz benötigt. So, hier komme ich schon mal nicht ran. Aber so. Ah, okay, verstehe schon. Ja. Das ist halt wieder so eine Glücksgeschichte. Das war dämlich. Aber es ging von dem Fail her ein bisschen besser klar als bisher das ganze andere. Ne, Leute, ich werde das irgendwie zusammenschneiden, glaube ich. Also wenn ihr davor irgendwelche krassen Cuts hattet, dann wisst ihr Bescheid. Ich glaube, ich werde das wieder mit diesem Super Mario Land Theme verpacken. Als ob ich jetzt... Gut, schließen wir so ab. Bitte schreibt einmal in die Kommentare, Hashtag ich bin schlecht oder sowas. Macht mir einfach den Gefallen. Ich beweise es halt immer wieder aufs Neue. Alter, auf der Wii U ist es so beschissen zu spielen. Sagt nichts, Leute. Ich weiß, jeder würde sagen, oh, Alter, ist der schlecht, ist der schlecht. Ich wette so mit euch, ihr würdet selber an manchen Stellen wahrscheinlich so richtig failen. Zusehen ist halt immer einfacher als selbst spielen, möchte ich an der Stelle erwähnen. Falls irgendwer wirklich Gedanken hat, mir zu schreiben, ey, du bist so richtig schlecht. Ich erwähne es nochmal, alle, die wirklich meine Videos gucken, einfach nur aus Unterhaltung. Okay. Für Skill? Verpisst euch. So, das war simpel. Okay, es geht weiter mit, ich wollte gerade sagen, Lianen. Ist ja endlich meine Halbzeitfahne. Ja, danke schön. Was ist das denn hier schon wieder mit den Dreiecken? Macht jetzt das Spiel hier so auf eine Art... The Legend of Zelda. Ich save mich mal ganz kurz. Ah, okay. Ich sehe schon. Okay, da muss ich jetzt wieder abwarten. Boah, okay, ich dachte ernsthaft, wenn ich solche blauen Dinge hier schon sehe, dann ist es im Normalfall eigentlich eher mit so Mini-Pilzen mal wieder. Und das sah hier wirklich schon wieder aus. Und ich weiß, dass wir mindestens noch einmal einen Mini-Pilz brauchen werden. So, Bosskampf. Knochenbowser. Hallo. Übrigens das erste Mal, wo Knochenbowser das erste Mal seinen Auftritt hatte. Okay, hat mich getroffen, aber ganz ehrlich, juckt mich nicht, denn du bist down. Gute Nacht. Und er versteckt sie mal wieder. Und das war damit gemeint, dass wir noch nicht fertig sind. Schaut mal auf die Karte, rechts unten. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Ihr seht richtig, es kommen weitere Level. Also, kurze Übersicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level noch, natürlich auch mit dem Abschlusscastle hier. Das bedeutet, in der nächsten Folge werden wir 5 Level spielen, das ist klar. Vorausgesetzt, ich bin nicht dämlich. Also, dass ich wieder nichts schaffe. Und in der letzten Folge wird es dann nur dieses Castle geben, denn das ist wirklich relativ lange und vor allem der Bosskampf dort, naja, ihr werdet schon sehen, was alles auf euch zukommt. Auf jeden Fall, ich überquere schon mal die Brücke hier. Hier geht's weiter, 8-5. Das heißt, freut euch auf die nächsten Folgen. Leute, bis dahin, ciao, ciao.